irgendwas anderes, Spiele oder sonst was. Ja, nee, habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich doch gesehen. Ja. Bei älteren Titeln macht das mehr Sinn, ne? Ja. Ja. Connection Lost? Was? Nein. Nein, keine Connection Lost. So, aber bevor wir anfangen, ich gehe nochmal kurz einmal ab. Wohin? Was? Nee, ist alles in Ordnung. Also ich hab. Twitch läuft auch, ist alles gut. Ja, alles gut. Twitch läuft. Ja, wir können hier loslegen ohne Ende. Aber ich muss trotzdem vorher noch mal kurz hin. Auf Spartanops. Gut. Ja, bis gleich. Alright. Dann lad mich mal ein. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich in weniger als 24 Stunden Star Wars gucke? Ich bin da schon so aufgeregt, ne? Ja, morgen. Morgen 15.50 Uhr. Hm. Cinemax. Dammtor. Ja, du willst ja auch die Originalversion gucken, ne? Du willst ja auch die englische oder Ami-Version gucken, ne? Oh, Sony? Ja. Aber stopp, da habe ich ein Gegenargument. Ich habe ein Gegenargument zu deinem Argument. Und zwar Forza, Turn 10, Xbox. 360 hätte ein Forza rauskommen müssen. Xbox One hätte ein Forza rauskommen müssen. Das reicht vollkommen. Die hätten da ständig nur irgendwelche DLCs oder sonst was rausbringen müssen. Weil, ganz ehrlich, grafisch tut sich der fünfte nicht wirklich viel vom sechsten was. Also, ohne Scheiß. Na, was? Nee, komm, was? Nein, warum? Xbox One, Forza 5, Forza 6. Die Grafik ist nicht sonderlich. Wo ist da ein Unterschied? Ja,
Nein, Horizon ist für mich ein anderes Spiel. Ich sag nur Forza 5, die, nein, ich sag nur Forza, die reguläre Simulationsserie. Nicht Forza Horizon, das Open World Arcade Gedöns. Was gut ist, was ich, ne, finde ich gut. Das können sie machen. Forza Horizon, ein Ableger ist okay. Aber sie hatten Forza 5, hätten sie so machen müssen, super Grafik. Ich meine, Forza 5 hat eine super Grafik. Ich finde die Grafik ausreichend super, die sieht gut aus. Es läuft flüssig, es ist alles toll. Warum, auch wenn es jetzt 2 Jahre später ist, warum nochmal ein Vollpreisspiel rausbringen mit der 6 hinten dran? Mit zu 75, ja, hör mal zu, mit zu 75% der gleichen Tracks, warum können sie nicht für den 5er-Teil DLCs rausbringen, was weiß ich, dann kaufst du einen Season Pass für, keine Ahnung, 30 Euro und dann kriegst du gleich irgendwie 8 Kurse und, was weiß ich, 50 neue Cars oder sonst was, weil ohne Scheiß, die Autos, die fahren sich doch nicht anders großartig. Wenn du jetzt ein 2013er Auto mit einem 2015er Auto vergleichst, ja, ein bisschen schon, aber das ist auch wirklich nur was für die Auto-Freaks. Ja, und warum kriegen die das nicht? Warum kriegen die das nicht zum Start der Konsole hin? Warum muss man jetzt bis 2 Jahre später warten, dass man halt endlich mal Nachtfahrten hat? Und ja, ich meine, die Regenstrecken finde ich auch cool. Ich finde es cool, dass es da halt irgendwie, ne? So, du kommst einmal auf eine Pfütze und du schon drehst du dir irgendwie dich um 180 Grad. Ist cool gemacht. Ja, genau, das meine ich halt. Genau. Das war gerusht. Das war zu schnell fertig. Das war einfach so, zack, bums, wir brauchen unbedingt jetzt für den Start der Xbox One, brauchen wir ein Rennspiel, wir brauchen Forza. Und das war halt für mich ein Schnellschuss. Ja. Ja, ein Prologue. Das ist GT7 Prologue, wird das sein. Was irgendwie, was weiß ich, 5 Strecken und 50 Autos und das war's. Ja, dafür hast du ja da, ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, wir, so die Hardcore-Gamer, den interessieren natürlich die ganzen Exklusivtitel, aber Joe Blow irgendwas, der sieht, okay, hier Call of Duty gibt's auf der PS4, wer hat sich alles aus meinem Freundeskreis PS4s gekauft? Der und der, aha, die spielen alle da online, so, ich kaufe mir dann halt eine PS4, damit ich damit den online spielen kann. Es ist halt so. Das ist halt, geht halt, deshalb sage ich halt, jeder sollte alle Konsolen zu Hause haben. Damit man alle Vorteile halt genießen kann. Und deshalb kann man auch ganz gerne mal arbeiten gehen. Wie halt Cassie Rye sagt. Weißt du? So. Nein, es ist meine Meinung. Es ist meine Meinung. Das ist. Nein. Nein. Nicht bei Sony, sondern allgemein. Ich meine, eine Spielkonsole ist ein Luxusobjekt und nicht jeder kann sich sowas, weißt du, Hartz-IV-Empfänger. Das Traurige ist ja hier in Deutschland halt, mehrere Hartz-IV-Empfänger haben eine PS4 oder eine Xbox, ne? Die sich dann halt das Geld vom Staat holen, so, ich meine, davon mal abgesehen, aber ich sag halt, das ist halt immer, die meisten Leute gehen halt immer nach dem, ne, wer hat aus meinem Freundeskreis die Konsole, okay, der und der und der und der, ja, okay, dann kaufe ich mir halt eine PS4, bei mir genauso, hier, aus meiner Band halt, weißt du, Manuel, okay, Manuel, unser Gitarrist und Sänger, der hat beide, der hat eine Xbox One und eine PS4, so, aber unser Bassist, der hat auch gemeint, ja, was habe ich denn hier, okay, ich habe mal geguckt, ja, PS4, die verkauft sich sehr gut, ja, okay, ich hole mir eine PS4, weißt du,
So. Nee, die Rennspielfans bei Sony, die haben immer noch ihre PS3 und spielen Gran Turismo 6. Wenn du so willst. Wobei ich Gran Turismo 6 noch nicht mal so gut finde. Ich finde 5, 5 ist immer noch besser. Ja, du wolltest mich schon von einer halben Stunde einladen hier. Wir sind wieder vom Kurs abgekommen. Und es ist schon wieder kurz vor 11. Ja, wenn du nicht zu Potte kommst, dann halt erstmal. Bekomme eine Einladung. Nein, aber sowas wie Halo, weißt du? Ich meine, ich hatte immer so ein ambivalentes Verhältnis dazu der Serie. Ich dachte so, okay, war ganz cool, irgendwie ein, zwei Missionen gespielt. Aber wenn du dieses Spiel alleine spielst, das bringt für mich halt nichts. Das macht, also mir hat das halt erst Spaß gebracht, nachdem ich das halt mit jemandem zusammengespielt habe. Also im Koop. So alleine ist das für mich so wie so ein 0815-Shooter. Also keine Ahnung. Nee, der hat gerade wieder WRC5 gestartet bei mir hier. Scheiß, was ist denn nun los? Nein, ich verarsche dich gerade. Alles gut. Wieso? Jetzt funktioniert das hier schon mal. Ruckelt's bei dir? Wo die so komische Sachen labern. Außerdem, was ich noch zu der ganzen Sony-Geschichte sagen wollte, versuch mal, oder beziehungsweise in den 2 Jahren, wo die Sony-Konsole jetzt auf dem, wo die Sony-Konsole jetzt auf dem Markt ist, ne? Zähl mal die neuen Titel zusammen, also die neuen Exklusivtitel zusammen und dann vergleich das mal mit den Exklusivtiteln, die als HD Remaster erschienen sind. Bei Sony. Zähl mal zusammen. Ich glaube, HD Remaster-Versionen sind mehr. Ich glaube, das überwiegt. Ja, ist so, ne? Ja, vor allen Dingen nur. Das ist nur der dritte. Das ist nur der dritte Teil. Das kommt da schon mal dazu. Wo ist Teil 1, wo ist Teil 2? Weißt du? Gears of War ist von 2006, glaube ich, ne? Der erste. War das 2006? Ja. Also ich hatte eher gedacht, dass es halt irgendwie Teil 1 und Teil 2 wäre bei dieser Gears of War Collection. Ja. Haben die eigentlich bei Gears of War 4 mal wieder was Neues gezeigt, außer diesem komischen, außer diesem. Nee, das war. Das sah irgendwie aus wie, keine Ahnung, Resident Evil oder so. Das war irgendwie so ein, so ganz langsam, so Horror-Shooter-mäßig.